Ja, Freunde. Und damit begrüße ich euch zu meiner wahrscheinlich letzten Folge hier auf der YouTuber-Insel. Und bevor ihr euch jetzt fragt, warum ich die YouTuber-Insel verlassen möchte, zeige ich euch einfach mal direkt, womit ich hier begrüßt werde. Und zwar wollte ich gerade hier in, ja, mein Geheimlager reingehen, was ich auch ehrlich gesagt nie im Video gezeigt habe. Also eigentlich wusste niemand, wo dieses geheime Lager ist. Aber anscheinend gibt es Personen hier auf der YouTuber-Insel, die mich irgendwie gar nicht leiden können. Und die so lange nach dieser Base gesucht haben, um sie schlussendlich einfach zu zerstören. Also Freunde, ganz kurz, ich blende euch immer eine ganz kurze Sequenz ein, wie diese Base am Anfang aussah. Ich habe sogar in der letzten YouTuber-Folge, glaube ich, hier noch zwei Diamantenrüstungen aufgehangen, die einfach mal geklaut wurden, ne? Und ich habe mir sogar extra einen neuen Skin gemacht jetzt hier für den Alpha-Clan, Leute. Ich zeig's euch mal ganz kurz hier. Und zwar ist mein Skin jetzt komplett rot. Vielleicht könnt ihr es auch hier schon sehen an meinem Kopf. Ich habe rote Augen. Alles, damit wir hier richtig coole Folgen auf der YouTuber-Insel machen können. Aber wenn ich dann einmal wieder auf den Server komme und hier meine Base gehen will und hier einfach alles zerstört ist, sag ich euch ehrlich, habe ich keinen Bock mehr. Weil ich sag euch ehrlich, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Okay, ich habe vielleicht ein bisschen was in der Wasserkriegerbase gesprengt. Das aber auch nur, weil die Ente entführt haben. Ich denke, das versteht sich, Leute. Und jetzt ist ja einfach alles kaputt. Ich habe hier mehrere Stunden lang alles aufgebaut. Und jemand macht es hier einfach ehrenlos kaputt. Ihr seht, überall Blöcke fehlen an der Decke hier. Dann, es wurden teilweise Fässer geklaut, Sachen rausgenommen, Leute. Also wirklich komplett maximal ehrenlos. Und ich sag euch ehrlich, darauf habe ich keinen Bock. Ich meine, kaputt machen ist das eine, aber doch nicht die komplette Base. Und warte mal, was ist das denn? Hä? Das sehe ich ja jetzt erst. Hier ist ein Shit gewesen, Bro. Ich habe das gar nicht gelesen. Was steht da? Verschwinde. Du gehörst hier nicht her. Ey, Bro. Ey, das geht halt viel zu weit, Digga. Es ist doch nur ein Spiel, Bro. Wer schreit das denn? Verschwinde. Du gehörst hier nicht her. Das steht einfach mitten in meiner Geheimbase, Leute. Ey, das ist so ehrenlos, ne? Ey, ich hab das gar nicht gecheckt, ne? Ich hab das jetzt eben erst gesehen, dass das Shit da steht. Egal, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Ich sehe auch gerade Alpha-Stein ist im Spiel beigetreten. Mit dem werde ich jetzt sowieso gleich reden. Wir werden eine Besprechung machen, weil ich aus dem Alpha-Clan raus will, bevor ich hier jetzt YouTuber-Insel verlasse, Leute. Deswegen würde ich sagen, gehe ich einmal ganz kurz hier raus aus meiner Geheimbase und dann sehen wir uns gleich wieder. So, okay, Leute. Ich bin jetzt wieder raus aus meinem Geheimlager. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob es meiner eigentlichen Geheimbase noch gut geht. Die habe ich ja hier unter Wasser gebaut. Ja, okay. Ja, okay, sieht noch gut aus, Leute. Weil das Ding ist, ich habe da ja eigentlich noch... Bro. Bro, was? Bro. Nein, 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 warte mal. Oh mein Gott. Das hat er nicht gemacht. Digga, ist das dein Scheiß Ernst? Bro! Er hat die komplette Base gesprengt! Alles! Ey, Bro, ist das dein Ernst? Digga, die ganzen Kisten sind kaputt. Die ganzen Items sind jetzt getroppt ins Wasser. Er hat die komplette Base gesprengt! Wer war das eigentlich? War das Alpha-Stein? Ich hab's nicht gesehen, Digga. Ich hab nur gesehen auf einmal, dass die Base gesprengt wurde. Digga, erst mein Lager, jetzt auch noch die Base. Vor allem gerade, wenn ich hier bin, wo meine Augen wurden gesprengt. Ja, und genau das ist der Grund, weshalb ich die Insel verlassen werde. Es bockt sich halt gar nicht, Leute. Ich saß da so lange dran. Ich habe meine erste Base gebaut und sie wird gesprengt. Nicht, Bro, man, guck mal, man kann ja ein bisschen sprengen, ist okay. Aber noch nicht die komplette Base. Ja, das war doch, glaube ich, war das nicht einer vom Alpha-Clan? Das war doch eine rote Rüstung. Ich habe es nicht ganz gesehen, Leute. Aber ich werde jetzt sowieso mit dem Alpha-Clan reden, weil wenn ich YouTube-Insel verlassen werde, werde ich auch vorher aus dem Alpha-Clan rausgehen, Leute. Alpha-Clan ist auch einer der Hauptgründe, weshalb ich YouTube-Insel verlassen werde, weil er hat mich 10-mal in den Clan reingezwungen, obwohl ich zwischendurch draußen war. Und dann bin ich wieder in so komische Sachen reingeraten. Wir haben die Wasserkrieger-Base gesprengt und solche Sachen. Und das ist halt alles eigentlich in dem Alpha-Clan, Leute. Ich war ja eigentlich bei den Paulberger Rittern, da war alles cool. Aber dieser Alpha-Clan hat alles kaputt gemacht. Und jetzt sprengt irgendjemand noch meine Geheimbase. Erst mein Lager, jetzt die Base. Ich werde jetzt erstmal Alpha-Stein schreiben, dass wir reden müssen. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das sogar Alpha-Stein selbst, der gerade gesprengt hat. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ihn jetzt geschrieben, dass wir dringend reden müssen, ne? Ey, das bockt halt ehrlich nicht, Leute. Das bockt halt absolut nicht. Ich habe mir extra noch einen Skin machen lassen für den Alpha-Clan, Leute. Damit jetzt sowas passiert, ne? Es ist halt so schlecht. Ihr hattet auch alle vollkommen recht. Ihr habt immer zu mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich nicht in den Alpha-Clan gehen soll. Er hat geschrieben, was ist los. Was schreibe ich jetzt am besten? Lass in der Alpha-Clan-Base treffen, Digga. Er schreibt, okay, komm da hin.
Na, oder komm zu Alpha Tower, ist besser. Digga, was für Alpha Tower? Der wurde komplett gesprengt. Was ist denn passiert? Das ist halt auch so ein Ding, Leute, ne? Hier wird die ganze Zeit aktuell nur Krieg gemacht. Sachen werden kaputt gemacht. Das ist halt auch so was, was ich halt nicht checke. Dann, Bro, was ist da denn passiert? Hier ist ja alles gesprengt, wo ich kurz nicht da war. Ich war doch nur 2 Tage nicht online. Auf einmal alles wird gesprengt. Ja, Leute, also nehmt mir sich übel, aber YouTuber-Insel geht gerade mega den Bach unter. Hier wird einfach alles gesprengt, was man sich lange aufgebaut hat. Powerberger Limo auch gesprengt. Dann, wenn ich mich ganz recht entsinne, wurde auch Blackjack seine Base gesprengt. Da wurde irgendwie ein Wither gespawnt, glaube ich, oder so. Guckt euch das mal an. Hier wurde so schön gebaut in Powerberger Hills. Und dann wird alles gesprengt. Deswegen, ich fand das Projekt halt nice, weil man hier so coole Sachen bauen kann und so, dies und das. Aber auch hier ist einfach alles gesprengt. Ich weiß, Freunde, ich habe in der letzten Folge selber ja auch gesprengt, gebe ich ja zu. Aber mit einem Grund, weil Ente entführt wurde. Und ihm wurde alles weggenommen, Leute. Also er hat auch keine Netherite-Rüstung, er hat gar nichts mehr. Aber die sprengen halt einfach nur so gefühlt hier. Egal, wir gehen jetzt zur Alpha-Clan-Base, Leute. Reden mit Alpha-Stein, dass ich aus dem Clan rausgehe. So wie ich Alpha-Clan kenne, wird es wieder einen richtigen Beef gleich geben. Deswegen habe ich auch hier Tränke und Äpfel alles dabei. Weil ich nehme an, so wie ich ihn kenne, wird er wieder angreifen. Aber egal. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich oben bei der Alpha-Clan-Base angekommen bin. So, okay, Leute. Wir müssten jetzt hier eigentlich jeden Moment da sein. Ihr seht, hier ist die Alpha-Clan-Base. Ich weiß gar nicht. Hier sieht alles ganz normal aus. Ich sehe Alpha-Stein gerade auch noch nicht. Ist er überhaupt da? Also, er und Ente ist auf jeden Fall gerade auf dem Server, Leute. Aber er scheint noch nicht da zu sein. Das ist ganz gut, da können wir uns schon mal darauf vorbereiten, dass es hier gleich einen richtig fetten Kampf geben wird. Weil ich sage euch jetzt schon, wenn ich Alpha-Stein gleich sage, dass ich aus dem Clan raus will, wird es den größten Kampf hier aller Zeiten geben. Das sage ich euch jetzt schon. Deswegen hatten wir mal Schild bereit und alles hier. Stärketrank habe ich auch bereit. Goldäpfel habe ich auch bereit. Schwächepfeile haben wir auch. Okay, wir warten jetzt einfach, bis er kommt, Leute. Hey, wo bleibt ihr denn jetzt? Ich weiß nicht, was er so lang macht. Wo bleibst du, frage ich jetzt. Ey, der wird sich selbst schon irgendwie drauf vorbereiten, Leute. Ich sage euch das ehrlich. Bin da. Da ist er, Leute. Er ist da unten. Er kommt. Okay, okay. Was macht er da? Sieht er mich schon? Alpha! Rubix, Bro! Yo, Alpha-Stein, was geht, Bro? Yo, was geht, mein bester Freund? Yo. Lumi, okay, komm mal mit, Bro, wir müssen reden. Ja, Lumi, ich komm gerne mit. Was ist los, mein Freund? Die letzten Tage wegen Alpha Clan mit viele Kriege und du warst einfach nicht da. Ja, ich hab schon gesehen, Bro, ich komm wieder alles gesprengt. Und das ist auch das Erste, worüber ich mit dir reden möchte. Bro, also ich frag nur so. Du hast nicht zufälligerweise mein Lager und meine Base gesprengt, oder? Lager, was für ein Lager? Ich wusste nicht, dass du ein Lager ist. Und was für eine Base? Ja, da war nur zufälligerweise so ein Schild, wo irgendwie drauf stand, dass ich die YouTuber inselmäßig verlassen soll, dass mich keiner mag. Nein, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ah, und du hast doch nicht zufälligerweise irgendwie meine Base unter Wasser gesprengt, weil ich habe da jemanden gesehen, der sah zufälligerweise ähnlich aus. Also. Du hast eine Unterwasser-Base? Also, wie krass, zeig mal. Ja, ich merke schon. Ist doch egal. Bro, ich mach ganz kurz und knapp, okay? Es ist alles gesprengt, das bockt nicht, Bro. Ich verlasse den Alpha-Clan. Okay, Alpha-Clan, verlass ihn. Bro, seitdem ich in eurem Clan bin, passiert nur Müll die ganze Zeit. Du hast das nicht zu entscheiden, Lumex. Natürlich habe ich das zu... Bro, was schlägst du? Hallo, Bro. Guck mal, Bro, du hast mich gezwungen, in euren Clan zu kommen, als ich das erste Mal auf die Insel gechäumt bin. Da bin ich rausgegangen, war bei den Paulberger-Rittern. Da war alles gut. Dann auf einmal Ich verstehe deine Probleme, Lumex. Ich verstehe deine Probleme. Und warum baust du jetzt hier zu, Bro? Wir reden doch Lumex, nur. Lumex, ich verstehe deine Probleme. Okay, Bro, pass auf. Ich habe zu dir gesagt, ich komme zu euch, wenn wir hier normal machen. Du meinst, ihr habt euch gebessert, meintest du. Ein Tag später gibt es Stress mit den Wasserkriegern. Wir haben die Wasserkrieger-Base gesprengt. Das wäre niemals passiert, wenn ich nicht im Alpha-Clan gewesen wäre. Lumex, wir werden das Problem jetzt klären gleich. Warte, ich mach jetzt kurz Bro, warum baust du denn alles zu? Du willst mich hier irgendeine Falle locken. Ist das dein Ernst? Nein, Lumex, wir müssen einfach nur mal kurz reden. Genau über das Thema. Leute, ich glaube, der will mich gleich klatschen. Ich trink mal Stärketrank. Ich bin für den Clan. Warum trinkst du einen Trank? Nur so, Bro, Alpha. Lumex, ich wollte nur mit dir reden. Ja? Hast du irgendwas zu sagen? Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt aus dem Clan raus, ja? Das kann man nicht so einfach. Ich gehe dann jetzt, ja? War schön hier. Auf Wiedersehen. Willst rausgehen?
Ja, ich wusste das ein bisschen mit, du Kleiner. Was ziehst du? Junge, was ziehst du mit Bogen auf mich? Alpha! Ja! Ich wusste es, dass du angreifen wirst. Mir war das so klar, Alpha. Lumex muss einfach reden. Komm hier, hä? Alpha! Du musst einfach reden, wenn du einmal gelernt bist. Junge, du Ehrenloser! Ich wusste, dass du kämpfen wirst! Mama! Guck mal, wie du abhaust! Sein Totem! Ha! Alpha! Hä? Komm, reden! Weiter geht's! Ich will auch einen Schnell getragen, ist unfair! Alpha, du kleiner Ehrenloser! Lumex, das war mit so guten PvP! Ha! Leg dich nicht in mir an, Alpha! Wir trinken nochmal Stärketrank, Leute. Hör auf, Tränke zu trinken, das ist unfair! Dann lass mich aus dem Clan raus, Alpha! Und pack deine Totems weg! Du kannst nicht so einfach raus, Lumex! Und ob ich das kann, Bro? Nein, das hast du nicht zu entscheiden! Ja, komm doch kämpfen und auf abzuhauen, Junge, hä? Das muss der Alpha-Clan-Rat entscheiden, das kann ich nicht alleine. Alpha-Clan-Rat hin oder her, Bro. Euer Clan ist Müll, das war die größte Fehlentscheidung meines Lebens, Bro. Du wolltest ein gutes Ding gegen. Was redest du hier auf einmal? Alpha, du hast dein Totem schon geused. Der ist schon lange tot, Bro. Ja, guck mal, wie du Angst hast. Ich hab einen Totem-Farm. Ja, Bro, deswegen lass mich aus dem Alpha-Clan raus und fertig. Nein, das geht nicht so einfach, Lumex. Alpha, Bro, es ist sinnlos, mit dir zu kämpfen. Du bist viel zu schlecht, Bro. Gegen dich zu kämpfen macht nicht mal Sinn, Bro. Guck mal, wie er abhaut. Ja, hier, hast du Angst oder was? Ja, irgendwann wie abhaut die ganze Zeit, Digga. Es ist so schlecht, Bro. Ich hab keine Goldäpfel dabei, ich hab ein Problem. Ja, das ist schön für dich, dass du keine Goldäpfel hast, Bro. Ja, wir können reden. Ja, dann lass reden. Du hast Goldäpfel, die sehen schön aus, Lumex. Ja, und weißt du, was ich auch hab? Ich hab sehr viele Tränke dabei, Bro. Digga, du bist so ein Idiot, ne? Ich schwör auf alles, ich hab noch mehr dabei, Lumex. Du hast nicht mehr. Trinken. Das war dein letztes. Lass es mit den Tränken, ich hab meine Totems mehr, jetzt muss ich echt aufpassen. Ja, lass mich aus dem Clan raus, ganz einfach. Nein, gib deine Rüstung. Sag, hör auf zu kämpfen. Sag zu mir, hör auf zu kämpfen und schieß mich an. Max. Ja, was ist denn los? Ha? Wir brauchen deine Rüstung, die ist gut für den Clan. Dann lass mich raus aus dem Alpha-Clan. Alpha, ich sag's jetzt... Ich bin nicht aus dem Meilenstein, ich bin aus Bedrock. Ich sag's dir jetzt hier offiziell... Ich bin raus aus dem Alpha-Clan, Bro. Das war's. Jobb die Rüstung! Ich jobb gar nichts, Bro! Wir brauchen den! Wo willst du sonst hin? Kein Clan will ich aufnehmen! Ich verlasse die YouTuber jetzt! Jetzt ist es raus, Bro! Das kannst du nicht machen! Doch, dein Clan ist schuld, Bro. Du bist schuld, Bro. Wir hatten hier doch so viel Spaß, Lumex. Muss ich abbauen. Du triffst leider echt viele Pfeile von mir, Bro. Ja, ich weiß. Die tun auch weh. Also, wir können auch so weitermachen. Ich habe noch einige Stärketränke dabei, Alpha. Ich habe fast 6 für mich, ich habe Hunger. Also, ich habe auch kein Essen mehr, ich habe keine Pfeile. Ich muss mich langsam Richtung Wasser begeben. Lumex, ich komme gleich wieder, ich hole meine Pfeile, okay? Dann können wir weiterkämpfen. Warte, ich komme gleich wieder, Lumex, okay? Du gehst nirgendwo hin, Bro. Lumex! Alpha! Langsam! Ich habe kein Essen mehr! Ja, ne? Doof jetzt! Ich muss mein Gold abfressen wegen dir! Ja, abhaut, er ist richtig low. Hallo, warte! Ich hol kurz meine Totems, okay, ein paar Pfeile. Du holst gar nichts! Ich hol mir gleich deine Heizung. Ich hol mir deinen Kopf, wenn das so weitergeht! Ich hol mir gleich deine Heizung. Warte kurz, du wächst kurz mein Items. Ja. Ey, ne, Leute, ihr habt's gesehen. Er hat so gut kassiert. Holy shit, was war das für ein Fight? Ey, ich bin halt so gut equipped, Leute. Ihr merkt an sich. Kann mich niemand besiegen mit so viel Goldäpfeln und Stärketränken und alles. Aber das Ding ist halt einfach, wie ich es gesagt habe, ich werde die YouTuber-Insel verlassen, Leute. Das war das beste Beispiel. Guck mal, ich will aus dem Clan raus. Was macht Alpha? Greift mich direkt an. Haut dann noch ab, dass ich ihn nicht besiegen kann. Was ist hier? Vielen Dank für die Spitzhacke, Elens. Oha. Oh, das ist ein krasses Geschenk, Leute. Aber wir klauen nichts. Ich meine, das wäre jetzt ehrenlos, wenn ich die YouTuber-Insel verlasse und noch Sachen klaue, mich dann auslogge. Ja, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, jetzt, wo ich den Alpha-Clan verlasse und die YouTuber-Insel, muss ich tatsächlich noch ein was machen. Und zwar, auch wenn ich da sehr, sehr, sehr lange dran für gearbeitet habe und das echt sehr viel Zeit gekostet hat, aber ich will, bevor ich gehe, meine Rüstung ablegen, weil ich kann nicht länger die Alpha-Clan-Rüstung tragen. Die ist rot, mein Skin ist auch noch rot, das werde ich mir aber auch noch ändern.
Lumex, Bro, wo bist du? Ja, das sage ich einfach jetzt nicht, natürlich. Deswegen, Freunde, werde ich jetzt meine Rüstung ablegen. Digga, das tut so weh, ne? Hier, Leute. Daran habe ich so lange gearbeitet. Und jetzt habe ich die einfach ins Wasser geworfen. Holy shit. Gut, Leute. Ich denke, somit ist es offiziell, dass ich die YouTube-Insel verlasse. Und zugleich auch den Alpha-Clan. Ich werde auch meine Tränke jetzt noch wegwerfen. Das sind alles Sachen, die ich nicht mehr brauche, weil ich werde nicht wieder kämpfen. Deswegen sind das alles Sachen, die ich abwerfen kann. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung, könnt das ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch irgendjemanden, mit dem ich reden muss oder dem ich noch irgendeinen Gefallen tun kann, bevor ich gehe? Das überlege ich gerade noch. Ich weiß nicht, ansonsten... Okay, Ente ist gerade maximal noch online. Wo ist noch Dias drin? Ja, aber gut, ich... Lol, das ist doch Ente. Nein, warte, was macht ihr? Ja, sammelt meine Netherite-Rüstung auf, Digga. Ey, ich jobs die gerade extra ins Wasser, damit die da untergeht. Woher kam er denn jetzt auf einmal? Guck gerade noch rum, ob hier... Er wirft eine Enderperle. Lol. Er hat die einfach weggesneakt, Digga. Ich glaube, Ente ist ja auch noch im Alpha-Clan, Leute, oder nicht? Hat der gerade beobachtet, wie ich die Rüstung da reingeworfen hat und hat die jetzt einfach weggesnackt? Ey, das ist alles so hinterhältig hier, Leute, ne? Das ist so kacke. Jetzt hat er noch meine OP-Rüstung. Ey, das ist so Müll. Ey, ne, Leute, ich schwöre, ich hätte die nicht da reinwerfen sollen. Jetzt hat er noch die Rüstung weggesnackt. Sehe ich den vielleicht noch irgendwo? Er hat die Endeperle irgendwo hier hochgeworfen. Ist er hier irgendwo ein Paulberger Hills? Da vorne ist er. Da ist er. Yo! Ente! Ah, Lumex, was geht, Bro? Hä? Yo! Kleidung rum, was geht bei dir? Ja, ich frage mich auch so, was bei dir geht. Was machst du hier im Paulberger Hills? Hä, Bro, ich war gerade da unten schwimmen im Ozean, aber das ist so nices Wetter, weißt du? Im Ozean warst du? Ja, ja, klar, im Ozean. Wieso? Du hast ja nicht zufälligerweise irgendwas rumliegen gesehen oder so im Wasser? Hä, was soll im Wasser liegen? Das sind doch Fische, Bro. Ach so, nee, hätte ja sein können, dass du da irgendwas Rotes oder so aufgesammelt hast. Etwas Rotes? Ich bin doch selber rot. Ja, deswegen würde ja auch so eine rote Rüstung super zu deinem Skin passen, ne? Also meine Rüstung ist im letzten Kampf kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Lumex. Aber du bist doch noch am Alpha-Clan, oder? Ja, natürlich. Ey, das ist so dumm. Jetzt hat er meine Rüstung, ist im Alpha-Clan und gibt's nicht mal zu. Was sagst du, Bro? Hä, du nicht mehr, oder was? Ob ich YouTube jetzt verlasse? Oder was meinst du? Hä, wo bist du? Mann? Wie, du willst YouTube jetzt verlassen? Du bist nicht mehr im Alpha-Clan, was? Warte mal. Woher weißt du, dass ich nicht mehr im Alpha-Clan bin, Bro? Hä, das hat mir Alpha erzählt. Der war total geschockt. Ja, aber du bist doch immer noch im Alpha-Clan, oder nicht? Ja, du weißt, was das heißt. Ja, ich kann mir vorstellen, was das heißt. Bro, Ente! Du hast meine Rüstung aufgesammelt, du 31er! Man verlässt den Alpha-Clan nur im Grab, komm her! Junge Alpha! Ich hasse dich dafür, dass du Ente Bescheid gegeben hast. Junge, ich habe wegen dir die Wasserkriegerbase zerstört. Wegen dir, weil ich dich retten wollte. Komm her, es bist Bro, Ente! Ohne mich wärst du immer noch bei den Wasserkriegern, Bro. Es gibt doch Feind vom Alpha-Clan. Glaub mir, entweder du bist ein Feind oder ein Freund von uns. Ja, Feind hin oder her, mach einen Abgang, Mann! Er hat zwar eine Rüstung, Leute, aber mein Bogen macht so viel Damage, dass er halt trotzdem gefühlt One-Shot ist. Er meint, ich kann ihn trotzdem holen mit Bogen. Das wäre übel OP. Du kleiner 31er! Ich kann das erklären! Du 31er ist meine Rüstung! Jetzt werde ich mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Ja, gut, Bro. Weißt du was? Ente, von mir aus, mach es hier und jetzt. Komm, kill mich. Ich werde die YouTube-Insel sowieso verlassen. Du darfst derjenige sein. Komm, bring mich um. Mach's jetzt. Ich soll dich töten, das hast du nicht verdient, Lumex. Was für? Du bist am Alpha, ja, du trägst meine Rüstung, Bro, natürlich. Du bist ein Alpha-Clan-Verräter. Ja, du bist ein Verräter, Bro. Du hast meine Rüstung geklaut. Ja, Junge, jetzt bring's hinter dich. Komm schon. Soll ich, hä? Ja! Bro, worauf wartest du? Mach's jetzt! Jetzt! Genau jetzt! Okay. Ja, Alpha Stein schreibt gut so, Digga, ne? Digga, so ehrenlos.
Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, somit Ende das Video. Danke an alle, die die Videos hier geschaut haben von der YouTuber-Insel. Ja, mal schauen. Vielleicht geht's irgendwann weiter, Leute, wenn sich das Ganze hier ein bisschen beruhigt hat. Aber aktuell, so wie es jetzt hier ist auf der YouTuber-Insel, macht es auf jeden Fall keinen Spaß, sage ich ehrlich. Checkt ansonsten noch gerne einer dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.